Ja, schönen Abend nochmal von meiner Seite. Ich wurde beim Interview schon kurz vorgestellt. Mein Name ist Martin Walser. Ich bin Rechtsanwalt bei der Kanzlei Pendel-Meyer. Wir haben einen starken Fokus auf neuen Technologien, Informationstechnologie, geistiges Eigentum und ein Brennpunkt momentan unserer Arbeit, all eurer Arbeit, die zum Teil schon erledigt ist, vielleicht auch noch beim Fertigmachen ist, ist derzeit der Bereich Datenschutz. Ich kann jetzt natürlich nicht in den 20 Minuten, die ich habe, hier einen Kurs. Ich kann hier keinen Datenschutzkurs machen. Das hat auch keinen Sinn. Ein bisschen einen Crashkurs werde ich machen, weil ich eben in meiner täglichen Arbeit merke, dass da so viele Unsicherheiten da sind, die gar nicht notwendig wären, wenn man sich mit ein paar Grundprinzipien einmal vertraut machen würde. Und das nimmt auch sehr viel Angst. Also ich werde jetzt nicht da kommen. Rechtsanwälte machen gern mal ein bisschen Troubles. Ich bin eigentlich dazu da, ein bisschen Angst zu nehmen, Tipps zu geben, wie man die Sache in den Griff bekommt. Und nein, das Datenschutzrecht ist kein Ungeheuer. Man kann die Sachen in den Griff bekommen mit verhältnismäßig einfachen Mitteln. Was ich aber nicht sagen kann, zeitaufwendig ist es schon. Das muss man sich damit abfinden. Es gibt, ich habe das jetzt mal aufgelistet, da die wesentlichsten Neuerungen sind jetzt da hinter mir ersichtlich. Es ist nicht so sehr, dass das Datenschutzrecht so was Neues ist oder Datenschutz als solches was Neues. Was neu ist, sieht man hier auf der Folie. Neu ist, es gibt gravierende Strafdrohungen. Was ist jetzt und noch die nächsten knapp 4 Stunden oder nicht einmal 4 Stunden der Stand? Wir haben eine Datenschutzrichtlinie, die wurde im europäischen Binnenmarkt mehr oder weniger umgesetzt. Da gibt es durchaus einen großen Spielraum, den haben einige Staaten genutzt, Stichwort Irland, sehr datenlastige Unternehmen sitzen dort. Da ist es nicht so ganz so streng, wie es etwa in Deutschland ist oder auch in Österreich. Und was haben wir in Österreich? Ein Datenschutzgesetz, das hat diese Richtlinie umgesetzt. Und es gab da oder gibt da noch Strafdrohungen, Verwaltungsstrafdrohungen bis zu 25.000 Euro beim Telekommunikationsrecht, Stichwort Spamming, Cold Calling, etwas höher. Rechts tatsächlich wurden diese Strafrahmen in aller Regel, also bei ganz notorischen Rechtsbrechern, nicht ausgeschöpft und es ist halt sehr oft auch nichts passiert. Mit 25. Mai 2018 kommt als grundlegendste Neuerung, dass es sich dabei um eine Verordnung der Europäischen Union handelt. Was ist eine Verordnung? Eine Verordnung ist quasi ein Gesetz, in dem Fall ein Grundgesetz, sowas wie eine Verfassungsbestimmung in der Union und die hat unmittelbare Wirkung. Sprich, Ziel ist die Vollharmonisierung des Datenschutzrechts im Binnenmarkt, damit es eben nicht mehr diesen nationalen Spielraum gibt, dass überall das gleiche Schutzniveau herrscht, die gleiche Strenge herrscht und dazu gehört auch ein einheitlicher Strafrahmen von bis zu 20 Millionen Euro oder 4% des weltweiten Jahresumsatzes, je nachdem, was höher ist. Es gab da vor 1 oder 2 Tagen ein Interview mit der Leiterin der österreichischen Datenschutzbehörde, weil es ging jetzt durch alle Medien, ja, das mit den Strafen, das wird in einer Verwarnung enden. Unionsrechtlich ist es so, dass die Datenschutzgrundverordnung auch Anwendungsvorrang hat. Das bedeutet, wenn ein nationales Gesetz was anderes sagt als die Grundverordnung oder was weniger Strenges sagt, dann gilt die Datenschutzgrundverordnung und die Behörden sind verpflichtet, sich an das Unionsrecht zu halten. Flankierend dazu gibt es noch ab morgen oder ab heute Mitternacht das Datenschutzgesetz 2018. Das wurde angepasst. Da sind zusätzliche Strafen bis zu 50.000 Euro drinnen, weil Adressat der Buße der Verantwortliche ist. Den schauen wir uns auch noch ein bisschen an. Also in der Regel das Unternehmen. Da wird es am Umsatz gemessen.
bei einem Geschäftsführer, bei einem Mitarbeiter wird es daran gemessen am sogenannten Leistungsfähigkeitsprinzip, sprich, was verdient er, wie viel kann man ihm nehmen. Da ist der Strafrahmen bei bis zu 50.000 Euro jetzt angesiedelt. Ich habe sie jetzt mal nicht Eckpfeiler genannt, was man da sieht auf der Folie, sondern die To-Dos, die wichtigsten To-Dos, was war zu tun bis heute oder was ist jedenfalls zu tun. Also es wird sich jetzt nicht morgen schlagartig die Welt ändern. Die grundlegendste Änderung, sieht man jetzt mal von den Strafen ab, ist, dass es jetzt eine Dokumentationspflicht in Eigenverantwortung gibt. Bis jetzt war es so, da gab es ein Datenverarbeitungsregister, da musste man sogenannte Datenanwendungen dort melden. Zum Teil durfte man sie auch erst starten, wenn 2 Monate vergangen sind oder ein Genehmigungsbescheid kam. Jetzt hat man keine Rechtmäßigkeitsgewähr oder Kontrolle mehr. Es gibt dieses Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten oder in Wahrheit sind es mehrere Verzeichnisse, da ist der Unternehmer in der Pflicht und muss seine Datenverarbeitungsvorgänge, da muss er zuerst einmal eine Inventur machen, die muss er dann dokumentieren in Eigenverantwortung und die sind schriftlich zu führen und das muss man der Behörde auf Verlangen auch vorweisen. Das ist in der Praxis so, wenn sich der Unternehmensgegenstand nicht grundlegend ändert, wenn man sich das einmal, diese Arbeit angetan hat, dann wird es relativ lange halten. Man kann dann halt natürlich wieder Updates machen und man muss natürlich, ein weiterer Eckpfeiler, die Sicherheitsstandards immer wieder anpassen, weil die Datenschutzgrundverordnung hat auch einen starken Fokus auf der Datensicherheit. Man muss State of the Art, dem Stand der Technik, entsprechende Datensicherheitsmaßnahmen treffen. Das bedeutet, ist nicht nur ein IT-Thema, weil es spuckt da sehr viel herum. Datenschutzrecht ist technologieneutral. Das könnten auch bauliche Maßnahmen sein, wie ich baue eine dicke Tür rein oder einen Tresor. Oder eben im IT-Bereich muss ich halt immer, was heute State of the Art ist, kann in ein paar Monaten nicht mehr State of the Art sein. Es liest sich auch aus der Datenschutzgrundverordnung eine Verpflichtung heraus, das Personal zu schulen. In Österreich sagt das Datenschutzgesetz sogar, ich muss die Mitarbeiter aktiv unterrichten und auf das Datengeheimnis verpflichten. Ziel war es, ich habe es kurz im Interview angesprochen, der EU-Kommission, Unternehmen fit zu machen und zu sensibilisieren, den Datenschutz zur Chefsache erklären. Also man kann jetzt nicht sagen, ja, es wird sein, wenn man zum Beispiel an Vereine denkt, dass es da auch gewisse Außenseiter, die nicht beabsichtigt waren, dass man die trifft, dass die da auch erwischt werden. Aber man muss sagen, auch der persönliche, der private Bereich ist ausgenommen. Das heißt, das macht einen grundlegenden Unterschied, ob ich jetzt etwas privat mache oder aber, wenn ich es schon mit meinem Verein mache, dann werde ich schon in der Grundverordnung drinnen sind. Und wir Unternehmer, wir werden mit unserem unternehmerischen Handeln da jedenfalls und immer drinnen sein. Und es ist halt aufgrund der medialen Berichterstattung, sind jetzt diese betroffenen Rechte sehr in den Vordergrund gekommen, dass jemand Auskunft verlangt, ein Recht darauf hat, zu erfahren, welche Daten über ihn da gespeichert, verarbeitet werden, Berichtigung zu verlangen, allenfalls auch eine Löschung zu verlangen. Da muss man sich natürlich fit machen, je nachdem, welches Unternehmen man hat, wie die Struktur ist, sollte man jedenfalls mal durchspielen, was passiert, wenn jemand seine Rechte ausübt. Was kostet mich das? Kann ich das auf Knopfdruck generieren oder hemmt das meinen ganzen Betrieb? Und was ist, wenn gleich 5 Personen oder 10 oder 100 hier nachfragen? Also da, das ist ein wichtiges To-Do, dass man weiß, wenn ein Betroffener fragt, wie gehe ich mit dessen Anträgen, mit dessen Begehren um? Weiterer Eckpfeiler der Datenschutzgrundverordnung ist die sogenannte Minimierungspflicht. Die geht eng einher mit der automatisierten Löschung. Das beginnt beim Erheben von Daten. Ich darf nur so viel Daten erheben, wie auch tatsächlich für einen rechtmäßigen Zweck brauche. Und wenn ich keinen rechtmäßigen Zweck mehr habe, dann muss ich löschen. Das klingt jetzt aus rechtsanwaltlichem Mund ganz einfach. Wenn Sie mal einen IT-Techniker fragen, bei Datenbanken oder so, ist das Ganze nicht so leicht. Das heißt, da ist auch einmal Rücksprache bei der eigenen IT-Abteilung oder beim eigenen IT-Betreuer
gefragt. Und jetzt natürlich, wir haben sehr viele Marketingleute hier, die Einwilligung. Ich habe zuerst noch ein bisschen geschaut im Facebook, es kommen da überall Messages rein, wo ich von Pages, die ich geliked habe, aber es ist auch mein E-Mail-Account läuft heute voll. Alle sagen, morgen kommt die Datenschutzgrundverordnung. Wenn Sie von uns noch einen Newsletter haben wollen, dann klicken Sie hier. Grund dafür ist, dass natürlich vertreten wird, dass vor allem werbliche Kommunikation eine Einwilligung braucht. Einerseits die Verarbeitung, andererseits, dass ich auch diese E-Mails bekomme. Das ist nicht wirklich neu, das ist jetzt nur ein bisschen im Vordergrund. Andererseits ist es so, und da kann ich gleich einmal mit einem Irrtum aufräumen, nicht jedes E-Mail, das ich einem anderen schreibe, braucht eine Einwilligung. Wenn ich mit meinem Kunden kommuniziere und die Vertragsbeziehung hiermit erfülle, dann brauche ich natürlich keine Einwilligung von dem, sondern ich habe eine andere Rechtsgrundlage. Es wird sogar vertreten, dass unter Umständen Direktmarketing zulässig sein könnte. Aus Vorsichtsgründen sagt man natürlich, nein, das geht zu weit, holt euch eine Einwilligung an. Was man auf jeden Fall tun muss, ist angesichts der Datenschutzgrundverordnung mal schauen, was habe ich bisher gemacht, habe ich Einwilligungen eingeholt beim Newsletter-Versand etwa, gelten die noch, wirken die noch, wie kann ich die Einwilligungen nochmals einholen, finde ich allenfalls andere Rechtsgrundlagen, die eine Einwilligung nicht benötigen. Wenn man jetzt sagt, ja, wer einen Goodwill zeigt und wie das auch die Leiterin der Datenschutzbehörde zuletzt in einem Interview gesagt hat, wer mit der Behörde, wer seiner Mitwirkungspflicht nachkommt, mit der Behörde korrespondiert, wer, wenn ein Fragebogen kommt, den ausfüllt, wer angeforderte Unterlagen zuschickt, da kommt es dann bei geringfügigen Verstößen zur Verwarnung. Da muss man sagen, dieser Sanktionenteil, sprich die Strafen, das ist nur ein Teil, was an Ungemach drohen kann. Wir haben, Sie sehen es da auf der Folie, die Behörden, ja, die können kontrollieren, sie können auch strafen, aber natürlich auch die Betroffenen selbst, und es entwickelt sich da immer mehr ein Selbstbewusstsein der Betroffenen und vor allem auch im Hinblick darauf, dass es halt in aller Munde ist, welche Rechte man hat. Jüngst habe ich wieder gelesen, ich kann dann ab dem 25. Mai meinen Chef fragen, was er über mich geschrieben hat, und ich kann da alle meine E-Mails holen, und ob das dann wirklich so ist, das wird die Judikatur zeigen, ob das nicht auch Grenzen hat. Allerdings können natürlich die Betroffenen mit Anträgen kommen, ihre betroffenen Rechte ausüben, erforderlichenfalls die mit behördlicher oder gerichtlicher Hilfe durchsetzen. Jetzt kann man sagen, ja, Behörde gibt es noch, die wird schon was tun, Klagen oder so, das kostet ja auch Geld, das Risiko, das ist überschaubar. Dann gibt es aber noch eine dritte Säule, die Datenschutzgrundverordnung ist, und das wissen viele nicht, wenn ich als Unternehmer im Geschäftsverkehr gegen eine Verwaltungsnorm verstoße und mir dadurch einen gewissen Vorteil im Wettbewerb verschaffe, dann begehe ich einen sogenannten unlauteren Rechtsbruch, sprich ich verstoße gegen das Bundesgesetz, gegen den unlauteren Wettbewerb. Wenn sich ein Taxler permanent ins Halteverbot stellt und seinen Taxikollegen da immer das Geschäft wegschnappt, dann verstößt er gegen die Straßenverkehrsordnung, das ist dann aber ein Wettbewerbsverstoß. Verstoße ich jetzt gegen die Datenschutzgrundverordnung oder etwa gegen eine Impressumspflicht, Offenlegungspflicht auf meiner Webseite, verstoße ich auch gegen das UWG. Und da können Klagen drohen, da kann passieren. Es ist bei uns nicht ganz so schlimm wie in einem nördlichen Nachbarland da mit dem Abmahnwesen, aber es lässt sich nicht ausschließen, dass ich einen Mitbewerber habe, der sehr viel in den Datenschutz investiert hat und jetzt nur darauf wartet, dass er da ein Haar in der Suppe bei mir findet, da mit allenfalls mit Klagen, mit Anträgen auf einstweiligen Verfügungen kommt. Das ist ein Risiko, das kann auch, das kann man nicht wegnehmen. Es bleibt dann nur zu hoffen, dass der Mitbewerber selbst unter Umständen auch noch nicht datenschutzfit ist und das halt nicht sofort auftaucht. Risiko ist vorhanden. Jetzt, ich habe es schon erwähnt, man bringt
Datenschutz immer im Zusammenhang mit der IT, das ist technologieneutral, immer dann, wenn ich Daten strukturiert verarbeite, ob das in einem Karteisystem ist oder wenn es strukturiert ist, dann bin ich im Bereich des Datenschutzes drinnen. Geschützt sind aber nicht alle Daten, auch wenn es aus unternehmerischer Sicht natürlich sinnvoll ist, weil natürlich die Daten insgesamt das neue Gold sind und auch Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse einen Wert haben, Rezepte, bestimmte Kundenlisten. Kundenlisten sind aber auch personenbezogene Daten. Geschützt sind all jene Daten, die sich auf eine identifizierte oder identifizierbare natürliche Person, lassen wir das mal mit den juristischen Personen vor, das wäre auch noch ein eigenes Thema für einen Vortrag, betreffen, die sich auf diese Person beziehen, und es ist im weitesten Sinne zu sehen. Wenn Sie jetzt meine Stimme hören, ein bisschen heiser leider, oder mein Gesicht, handelt es sich hier dabei genauso um personenbezogene Daten wie etwa bei meinem Blut oder wenn ich hier am Oberarm ein auffälliges Tattoo hätte. Immer dann, wenn ein Personenbezug möglich ist, handelt es sich um personenbezogene Daten, was natürlich dazu führt, es ist ein Fiasko letztlich für jeden Fotografen, weil ich eben so einen weiten Bereich der personenbezogenen Daten habe. Innerhalb der personenbezogenen Daten gibt es noch besonders schutzwürdige Daten, die sogenannten sensiblen Daten, oder so hat man sie bis jetzt genannt. Da gibt es einerseits ideologische, habe ich sie jetzt genannt, und medizinische Daten im weiteren Sinn. Warum weise ich da jetzt besonders darauf hin? Da muss man nicht nur besondere Datensicherheitsmaßnahmen eben entsprechend der Sensibilität dieser Daten treffen, sondern von sehr engen Ausnahmen abgesehen, brauche ich hierfür bei der Verarbeitung die ausdrückliche Einwilligung des Betroffenen. Und man hat relativ rasch im Unternehmen sensible Daten drinnen, wenn man bedenkt, dass etwa eine Krankmeldung, allein der Umstand, dass der Mitarbeiter krank ist, ebenfalls einen Gesundheitsbezug aufweist. Das heißt, man sollte sich einmal immer mit den Begriffen vertraut machen, weil dann kann man, und es gibt inzwischen eine Vielzahl öffentlich zugänglicher Informationen, auch diese Informationen leichter lesen, leichter verstehen, leichter zuordnen. Genauso wichtig ist es, einmal zunächst wissen, okay, jetzt wissen wir nur unter Anführungszeichen personenbezogene Daten, wobei das sehr weit zu sehen ist. Aber dann muss ich auch wissen, vor allem wenn ich selbst nachlese, und es wird, wenn Datenschutz zur Chefsache erklärt wird, das kann an keinem Unternehmer vorbeigehen, man wird sich da selbst in die Materie hineinknien müssen, dann muss ich natürlich auch wissen, wovon ist denn hier die ganze Zeit die Rede und was war das jetzt, was mir der Lohnverrechner geschickt hat und der Steuerberater, und da soll ich was unterschreiben. Ich habe da drei Hauptakteure im Bereich des Datenschutzrechts. Zunächst einmal die betroffene Person. Das ist jene Person, um deren Daten es geht. Das ist quasi die geschützte Person, die eben identifiziert oder zumindest identifizierbar ist. Dieser Person steht der sogenannte Verantwortliche gegenüber. Der Verantwortliche ist, ganz vereinfacht gesprochen, derjenige, der eigene Zwecke verfolgt mit den Daten des Betroffenen oder wie es die Grundverordnung jetzt auch schärft, der auch über die Zwecke und Mittel der Verarbeitung entscheidet. Und jetzt wissen wir alle aus unserer unternehmerischen Praxis, naja, den Newsletter, wenn wir einen Newsletter in der Kanzlei verschicken, dann schicken wir das dem Sascha, das ist mein Vorredner jetzt, das ist unser Dienstleister in dem Bereich, das ist aus datenschutzrechtlicher Sicht der Auftragsverarbeiter. Der verarbeitet die Daten für den Verantwortlichen, der verfolgt damit keine eigenen Zwecke, sondern der handelt auf Weisung und im Auftrag des Verantwortlichen. Jetzt habe ich aber in der Praxis oft, vor allem in Konzernstrukturen oder in Unternehmen, weil der Steuerberater gesagt hat, na, da ist besser eine zweite oder dritte GmbH, greife ich unter Umständen auf dieselbe Infrastruktur zu und ich habe mehrere Personen, die über die Mittel und den Einsatz entscheiden, dann habe ich mehrere Verantwortliche. Oder es kann im Konzern auch so sein, dass ich einerseits Auftragsverarbeiter bin, andererseits aber auch Verantwortlicher. Das ist deshalb wichtig, weil habe ich mehrere Verantwortliche, müssen die zusammen Verträge schließen. Wenn ich einen Auftragsverarbeiter habe und jeder von uns hat Auftragsverarbeiter,
dann muss ich mit dem einen Auftragsverarbeiter Vertrag schließen, um insbesondere sicherzustellen, dass entsprechende Datensicherheitsmaßnahmen getroffen wurden. Jetzt habe ich bestimmte Grundprinzipien im Datenschutzrecht, die ziehen sich wie ein roter Faden durch. Wir werden es danach auch noch in der Fragenrunde sehen, oder man sieht es, wenn man jetzt der Fernsehdiskussion sieht oder Interview liest, man bekommt da immer so schwammige Antworten und so nichts Klares. Und wenn man auf die WKO-Website geht, dann steht da die wichtigsten Aufbewahrungsfristen, kein Anspruch auf Vollständigkeit. Das liegt daran, dass die Datenschutzgrundverordnung oder das Datenschutzrecht nicht so präzise ist wie andere Rechtsgebiete, was natürlich sehr schwierig für uns alle ist, weil ja da Strafe drauf ist. Ich habe da noch ein eigenes Bild, man muss jetzt sagen, deswegen kommt immer diese Range zwischen Verwarnen und ganz hart Strafen, weil es gibt da bestimmte Grauzonen, die kann ich Ihnen auch nicht beantworten, die wird uns in nächster Zeit, allenfalls auch in 10 Jahren, der Europäische Gerichtshof sagen, was hier richtig oder falsch ist. Was aber wichtig ist, ist, dass wenn ich mit personenbezogenen Daten zu tun habe, und jeder Unternehmer hat das Tag ein, Tag aus, dass ich die Grundprinzipien des Datenschutzrechts kenne. Das wesentlichste Prinzip ist, dass eine Datenverarbeitung rechtmäßig erfolgt und transparent. Daraus kann man mal sagen, ich darf Daten nur verarbeiten, wenn ich eine Rechtsgrundlage habe. Wie kann man sich das jetzt vorstellen? Normalerweise ist es also so, dass in einem liberalen, demokratischen Rechtsstaat wirtschaftliches Unternehmertum oder generell Schaffen, persönliche Entwicklung nur möglich ist, wenn der Staat da eingreift, wo es notwendig ist und ansonsten nichts tut. Das bedeutet auch, wir haben einen Grundsatz, als Unternehmer ist mir alles gestattet, was mir der Staat nicht ausdrücklich verbietet. Umgekehrt stehe ich dem Staat gegenüber, der ausschließlich das tun darf, was ihm gesetzlich erlaubt ist. Er braucht immer gesetzliche Ermächtigung. Jetzt muss ich aber im Datenschutzrecht beachten, dass Datenschutz ein Grundrecht ist und ich als Unternehmer verpflichtet bin, die Grundrechte der Betroffenen zu wahren. Da wird dieser Grundsatz umgekehrt. Das bedeutet, ich darf Daten nur und ausschließlich verarbeiten, wenn ich eine Rechtsgrundlage habe. Habe ich keine, ist es verboten. Das heißt, man muss sich immer im Kopf halten, Daten, die Verarbeitung personenbezogener Daten ist verboten. Das bedeutet, ich brauche eine Rechtsgrundlage, finde ich sie nicht, darf ich sie nicht verarbeiten. Jetzt, und deswegen sind da so viele Irrtümer, und da werde ich jetzt den Fokus der paar Minuten, die wir noch haben, drauf legen. Es gibt eine strikte Zweckbindung im Datenschutzrecht. Ich darf Daten nur zu konkreten Zwecken verarbeiten und ich brauche zu jedem Zweck eine Rechtsgrundlage. Ich habe bemerkt, vor allem in den letzten Wochen werde ich immer gefragt, darf ich diese oder jene Daten verarbeiten? Und ich sage immer, man muss da gedanklich anders dran gehen. Ich frage die Unternehmer, die Klienten dann immer, warum verarbeiten sie es denn? Wozu brauchen sie es denn? Manchmal stellt sich heraus, manche braucht man gar nicht. Da frage ich, was brauchen Sie jetzt, das Geburtsdatum beim Newsletter? Manche sagen, ja, ich will zum Geburtstag gratulieren, manche sagen, das brauche ich eigentlich gar nicht. Man kommt dann drauf, dass man für bestimmte Zwecke zu viel verarbeitet. Man muss nur wissen, man darf nicht aufs Datum schauen, also welches personenbezogene Datum ist betroffen, sondern schauen, welchen Zweck verfolge ich und was ist die Rechtsgrundlage zum Zweck. Was ich schon erwähnt habe, Datenminimierung, Speicherbegrenzung, das zieht sich wie ein roter Faden durch. Das hängt aber auch wieder am Zweck. Ich muss schauen, was brauche ich für den Zweck und nur so viel, wie wirklich notwendig ist, wird erhoben. Und wenn das nicht mehr notwendig ist, wird das gelöscht, eingeschränkt, wie auch immer. Wesentlicher Eckpfeiler ist Integrität und Vertraulichkeit. Das habe ich auch schon erwähnt, das möchte ich jetzt nicht wiederholen. Das ist ein ganz starker Fokus auf den Bereich der Datensicherheit. Und da muss man sich vor allem als Kleinunternehmer oder im mittelständischen Bereich mal anschauen, wie schaut meine IT-Infrastruktur aus, wie schaut denn generell mein Umgang mit personenbezogenen Daten aus. Und teilweise gibt es auch Fälle, da werden sensible Daten versandt und man identifiziert es erst jetzt, nach Jahrzehnten, weil eben die Datenschutzgrundverordnung jetzt halt so im Fokus ist. Und schließlich noch gibt es eine Rechenschaftspflicht
gegenüber Behörden, Privatpersonen, den Betroffenen, es können aber auch Unternehmer sein, wie meine eigenen Lieferanten oder meine Kunden, oder eben auch, wie es auf dem einen Bild eben drauf war, der Mitbewerb. Jetzt ein starker Fokus ist vom Risikopotenzial her, sind die Betroffenenrechte. Da gibt es sehr viele Informationen darüber. Betroffene haben umfangreiche Rechte, die sie auch durchsetzen können. Und wenn der Unternehmer hier keine Compliance zeigt, natürlich auch gestraft werden kann. Und ich habe es eingangs erwähnt, man bekommt da immer so Wischiwaschi-Antworten. Den Grund dafür habe ich versucht, hier mal aufzuzeichnen. Wir haben diese Grundprinzipien, die sich wie ein roter Faden durchziehen, durch das Datenschutzrecht. Ich habe diese betroffenen Rechte und normalerweise ist es so im Recht, jeder Pflicht steht ein Recht eines anderen gegenüber. Wir haben unter Umständen aber auch noch darüber hinausgehende Pflichten, die sich aus den Grundprinzipien ergeben. Aber normalerweise ist das klar, zumindest im Kern klar. Nur wir haben die Unternehmenspflichten hier in einer Wolke, da wo Unternehmenspflichten drinsteht, da ist klar, da kann ich Ihnen auch klare Antworten geben. Und da wo die Wolke anfängt, da wird es schwierig. Und da muss man jetzt sagen, und da kann man auch ein bisschen Angst nehmen, bei bestimmten Sachen, wo selbst Datenschutzexperten das nicht klar beantworten können, und das vom Wortlaut der Datenschutzgrundverordnung und von den jetzt zugänglichen Informationen her vertretbar ist, weil es noch keine Rechtsprechung gibt, weil es noch keine einheitliche Meinung gibt, dann kann es sein, dass ich was falsch mache. Dann mache ich mich aber vom Grundsatz her nicht strafbar, weil solange ich vertretbare Rechtsansichten habe, die mögen sich dann zwar als falsch herausstellen, dann macht man sich nicht strafbar. Und auch im Bereich des UWG, beim unlauteren Wettbewerb, ist es so, dass nicht jeder Verstoß gegen die Datenschutzgrundverordnung berechtigt da den Mitbewerb zur Klage. Ich meine, klagen kann ich jeden, ja, aber er wird halt da nicht erfolgreich sein. Sondern nur dann, wenn meine Rechtsansicht unvertretbar ist. Da hat zuletzt die Leiterin der Datenschutzbehörde gesagt, naja, wenn jemand gar keine Verarbeitungsverzeichnisse hat, wenn jemand auf Aufforderung und nochmalige Aufforderung überhaupt der Behörde nichts vorlegt, ja, da ist es nicht mehr vertretbar. Das heißt, wer letztlich in 3 Stunden kein einziges Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten hat, das ist nicht mehr vertretbar. Aber es gibt halt bestimmte Bereiche, da kann man diskutieren. Da kann man Ihnen als Faustregel mitgeben, da ich diskutieren kann, mache ich mich schwer strafbar oder zumindest nicht schwer strafbar. Die Zwecke im Datenschutzrecht heiligen die Mittel. Das heißt, der Fokus soll nicht darauf liegen, zu schauen, darf ich diese Daten haben, sondern ich muss schauen, welche Daten habe ich, zu welchem Zweck. In der Praxis funktioniert das aber so, ich habe das jetzt vereinfacht da dargestellt, dass ich ein und dieselben Daten ja zu mehreren Zwecken habe. Oder, es geht ja um Marketing, ich will ja meine Waren und Dienstleistungen absetzen, einfach haben möchte. Und wenn man das jetzt an einer Warenbestellung jetzt demonstriert, sagen wir, das ist ein Webshop oder das kann auch offline gehen, oder es ist jemand bestellt eine Dienstleistung bei einer Marketingagentur. Naja, ich bekomme mal anlässlich der Bestellung der Dienstleistung bei Begründung der Kundenbeziehung die Daten des Kunden rein. Gut, was tue ich damit? Ich tue Waren versenden, Dienstleistungen erbringen, Rechnungen schreiben, dazu verarbeite ich diese Daten. Rechtsgrundlage dafür ist die Vertragserfüllung. Und jetzt immer dieser Irrtum. Nein, ich brauche, wenn ich zur Vertragserfüllung personenbezogene Daten verarbeite, die ich dafür einfach brauche, keine Einwilligung des Betroffenen, weil eine Einwilligung kann ich jederzeit widerrufen. Wenn ich jetzt ein Beispiel nehme, ganz plakativ, vor dem Bankfoyer hängt ein großes Schild, mit Betreten dieser Bank willigen Sie ein, dass da eine Videoaufnahme von Ihnen stattfindet. Sie können diese Einwilligung jederzeit ohne Angabe von Gründen widerrufen, weil das ist ja die Krux bei der Einwilligung. Ich kann sie widerrufen. Ja, da geht halt einer rein und zieht sich einen Strumpf übers Gesicht und ruft Geld oder Leben. Und geht wieder raus, Staatsanwalt möchte das Ganze verarbeiten. Bankdirektor sagt, ich weiß nicht, ob ich ihm das geben darf überhaupt. Und
der Betroffene sagt, hiermit widerrufe ich die anlässlich des Betreten des Foyers erteilte Einwilligung. An diesem Extrembeispiel sieht man, wie kontraproduktiv zum Teil Einwilligungen sind, weil sie verschieben das Problem. Wenn jemand sagt, da hole ich mir sicherheitshalber eine Einwilligung, entsteht das Problem dann, wenn die Einwilligung widerrufen wird. Weil beim Löschen ist es das Gleiche. Eine der häufigsten Fragen bei mir jetzt ist, ja, was tue ich denn, wenn der Löschung begehrt? Dann muss man sagen, ja, es sind all jene Sachen, müssen gelöscht werden, wo kein rechtmäßiger Zweck mehr besteht oder vielleicht hat er auch nie bestanden. Aber da, wo ich es brauche, da kann ich gar nicht löschen, da kann ich auch nicht widerrufen. Da haben wir nämlich auf der anderen Seite etwa die gesetzlichen Aufbewahrungspflichten. Na, ich muss meine Bücher führen als Unternehmer. Und da kann ich nicht irgendetwas löschen, weil immer dann, wenn mich eine Rechtspflicht trifft, dann muss ich Daten verarbeiten, da können sogar Strafen drohen. Es ist aber auch, und da das Kastel, wo jetzt unser Kanzleilogo ist, da denken Sie sich jetzt rein, jetzt aus meiner Branche ein Beispiel, Sie kommen dann zu mir und sagen, der wirft mir vor, ich habe da ein Klumpert verkauft. Oder der Unternehmer kommt zu mir und sagt, der Kunde hat mich nicht bezahlt. Also wenn es darum geht, Rechte zu verfolgen oder Rechte zu verteidigen, es kann sein, dass jemand Schadenersatzansprüche geltend macht. Ich wurde schlecht beraten, die Marketingagentur hat mir ein Logo verkauft, der hatte gar keine Rechte da dafür. Jetzt wurde ich verklagt. Und ja, kommen Sie zu mir und sage, bitte alles raus, was zu dem Geschäftsfall haben, alle Unterlagen, damit wir uns verteidigen können oder damit wir die Rechte wahrnehmen können, sagen Sie zu mir, haben wir alles gelöscht, haben wir löschen müssen. Da sieht man auch Verarbeitung, Zweck, Rechtsgrundlage. Es gibt auch die Rechtsgrundlage des berechtigten Interesses. Wenn das Interesse des Verantwortlichen oder eines Dritten das Interesse des Betroffenen überwiegt, dann ist das eine eigene Rechtsgrundlage. Zum Beispiel Rechtsverfolgung, Rechtsverteidigung ist ein überwiegendes berechtigtes Interesse. Fraglich ist, sagen die Marketingleute, ja, überwiegendes berechtigtes Interesse, dem eine Reklame zuzusenden. Jetzt kann man sagen, ja, da kann man sogar argumentieren, es gibt einen Erwägungsgrund in der Datenschutzgrundverordnung, die bezeichnet sogar Direktmarketing als berechtigtes Interesse. Da kann ich sagen, kann ich immerhin argumentieren. Allerdings war es halt bis jetzt State of the Art, ob das morgen auch noch so ist, neues Rechtsinstrument, sagte man immer, nein, bloß wirtschaftliche Interessen sind keine überwiegenden Interessen. Jetzt könnt ihr aber auch dagegen sagen, naja, beim Schadenersatz mich zu wehren, wenn der Schadenersatz oder Gewährleistung fordert, ist auch nur ein wirtschaftliches Interesse. Das kann es als Kriterium noch nicht sein. Also ich sage jetzt mal, da ist noch was drin. Allerdings im Bereich Newsletter in der Mitte ist jetzt einmal zu empfehlen, schaut, dass Einwilligungen habt, das Recht sicher einzuholen. Aber man muss das Ganze im Auge behalten, weil flankierend zur Datenschutzgrundverordnung sollte morgen eigentlich die sogenannte E-Privacy-Verordnung kommen, nämlich eine Verordnung über den elektronischen Geschäftsverkehr. Und da geht es eigentlich darum, Websites, Newsletter, Social Media. Das hat sich verzögert, das heißt, das wird voraussichtlich im Herbst kommen. Da waren die Entwürfe völlig unterschiedlich von, ich darf überhaupt keine Cookies mehr verwenden, wie bis zu, ich muss nicht einmal mehr informieren, da war alles drin. Das bedeutet, gerade im Online-Bereich, gerade im Bereich der neuen Medien, muss man die nächsten Monate die Augen offen halten, vor allem die Marketingbranche. Dazwischen kann ich jetzt sagen, ja, wenn der 25. Mai da ist, noch in ein paar Stunden, sicherheitshalber alles, was mit Marketing in Bezug hat, Einwilligungen einholen. Das war es eigentlich schon, weil ich kann nicht das ganze Repertoire da spielen, das das Datenschutzrecht hergibt, aber mir war einfach wichtig, diese Folie, jetzt habe ich mich verdruckt, jetzt ist weg, die Folie mit diesen Körben darzustellen, weil da die größte Unsicherheit daraus resultiert, darf ich diese Daten verarbeiten? Da muss man sagen, naja, zu dem Zweck schon, zum anderen Zweck nicht. Und es sollte vor allem nicht die Marketingabteilung auf die Idee kommen, ah ja, da gibt es noch eine Vertragsdokumentation, weil der Anwalt hat gesagt, war sicherheitshalber Schadenersatz und so, 30 Jahre aufbewahren, ja, jetzt schreiben wir den halt sicherheitshalber mal an,
Das geht natürlich auch nicht. Kommt es zur Zweckänderung, brauche ich wieder eine Rechtsgrundlage. Das heißt, ich kann nicht alte Daten wieder fruchtbar machen, vor allem nicht zur Werbung. Eine Frage, wir leben ja in Zeiten, wo Firmen viele Daten sammeln und dann teilweise mit Machine Learning und so weiter verarbeiten. Und dann kommt es ja zu sowas, wo man den Kausalzusammenhang gar nicht mehr richtig erkennen kann. Sondern der sagt ja dann, statistisch gesehen ist 90% der Fälle, wenn diese drei Datensätze so und so sind, dann kann ich davon ausgehen, dass das vierte so ist und mit dem kann ich jetzt was anfangen. Hält das jetzt gerichtlich, wenn man das kausal mit 90% mit seinen eigenen Daten nachweisen kann, dass man dann eine Rechtsgrundlage hat für einen Geschäftsfall, oder hält es dann nicht? Naja, die Sache ist die Datenschutzgrundverordnung will ja einheitliches Schutzniveau im Binnenmarkt haben, und das hat auch wettbewerbsrechtliche Gründe insgesamt, was die Weltwirtschaft betrifft. Die Datenschutzgrundverordnung will Big Data, und das ist ja genau, was Sie beschrieben haben, will es nicht verhindern, und man kann rechtskonform auch Big Data Applikationen betreiben nach der Datenschutzgrundverordnung. Da gilt aber dieses Prinzip der Transparenz. Wir alle wissen ja zum jetzigen Zeitpunkt nicht, was passiert mit unseren Daten genau. Wenn daheim auf meinem Computer etwa ein Familienmitglied von mir irgendwas bei Amazon sucht und ich gehe nach Facebook rein, dann sehe ich plötzlich diese Reklame. Da drängt sich sehr regelrecht auf, dass da irgendein Zusammenhang besteht. Jetzt sagt die Datenschutzgrundverordnung, ich muss transparent in einer einfachen Sprache, leicht zugänglich für den Betroffenen, den darüber informieren, was hier passiert. Das heißt, diese beschriebenen Methoden, die sind jetzt auch klar im Fokus der Datenschutzgrundverordnung. Ich muss als Betroffener klar darüber informiert werden, was da passiert, und wenn das Werbezwecke verfolgt, und das ist ja da offensichtlich, muss ich da informiert einwilligen. Wenn die Einwilligung nicht da ist, dann ist der ganze Big Data Prozess unzulässig, und besondere Maßnahmen sind da für diese automatische Entscheidungsfindung, weil genau auf das läuft Big Data ja raus. Wenn 90 das gemacht haben, ist es genauso wahrscheinlich, dass der das auch macht, aber ja, auf die Frage zurückkommen, was die Kausalität betrifft, dass tatsächlich ein Datenschutzverstoß durch Bruch der Datenschutzgrundverordnung stattgefunden hat, da wird die Beweislast beim Betroffenen liegen und bei der Behörde auch, weil wenn ich ein Verwaltungsstrafverfahren habe, muss die Behörde natürlich dem Unternehmer nachweisen den Verstoß, und nicht ich muss mich frei beweisen. Was aber zu beachten ist, gerade in diesem Strafbereich, dass ich kein Verschulden hatte, muss ich beweisen. Das heißt, wenn ein Verstoß gesetzt wurde, muss ich mich im Verwaltungsstrafrecht frei beweisen, was das Verschulden betrifft. Aber dass ich da was, wenn was Rechtswidriges passiert ist und das offenkundig ist, dann kann ich mich nicht rausreden. Aber ansonsten, wenn das unklar ist, das nur zu 90% wahrscheinlich ist, macht es einen Unterschied, ob der das zivilrechtlich geltend macht oder ob das halt die absolute Sicherheit oder ist, die für ein Strafverfahren, für eine Verurteilung, und das ist es ja letztlich, die Verhängung einer Buße, da muss es schon so sein, dass keine vernünftigen Zweifel mehr bestehen, dass es eben nicht anders gewesen sein kann. Und eine zweite Frage, wenn ich mich gleich anschließen kann, ist für die Identifizierbarkeit. Weil wenn ich dann wieder mit diesen Technologien arbeite, dann schätze ich mal, dass wir zu 90% da über unsere Google-Accounts identifizierbar sind, über Zusammenhänge, die wir gar nicht selber verstehen. Ja, ja, die Identifizierbarkeit ist sehr rasch gegeben. Man denke etwa an dynamische IP-Adressen, das ist nichts anderes als eine Nummer. Dynamisch brauche ich einen Zeitstempel dazu, und es ist technisch nicht möglich, dass zu ein und demselben Zeitpunkt zwei User die gleiche dynamische IP-Adresse hatten. Fraglich ist in dem Zusammenhang natürlich, wenn ich Web-Analysen betreibe, und das ist schon wieder umstritten, das war zunächst einmal eine Zeit lang klar, dann wieder nicht, aber wenn es mir mit rechtlich zulässigen Mitteln möglich ist, herauszufinden, wer dieser User war, dann habe ich einen Personenbezug. Das heißt zum Beispiel die dynamische IP-Adresse,
die in irgendeinem Café ist, gleichzeitig mit den Daten, die aus der Überwachungskamera oder sonst irgendwie, reicht schon wieder. Ne? Ja, wie gesagt, es wird nicht immer so sein und es wird in manchen Ländern auch so sein, dass ich nicht rausfinden kann, wem die zugeordnet war, wenn ich es mit rechtlich zulässigen Mitteln nicht machen kann. Kein Personenbezug. Wenn ich es mit rechtlich zulässigen Mitteln machen kann, liegt der Personenbezug vor. Aber das ist bei allem. Das ist bei einer Telefonnummer so, bei einer Sozialversicherungsnummer so, bei einer Firmenbuchnummer so. Da ist immer eine Person dahinter. Da ist der Schlüssel ganz klar, wer, welche Person gemeint ist, habe ich personenbezogene Daten. Ist das das Ende der Werbeanrufe? Die Oder muss ich die klagen? Die Werbeanrufe sind letztlich, und das wurde in Österreich immer auf die EU geschoben, sind letztlich ein Kind der späten 60er Jahre, als im Fernmeldegesetz drinnen gestanden ist, dass ich eben ohne Einwilligung damals des Teilnehmers, der dann die Wählscheibe gewählt hat, den halt nicht mit Werbeanrufen belästigen darf. Man hat dann, das wurde halt immer unpopulärer, ich habe mal was geschrieben, Geschäftsanrufe unzulässig, Fragezeichen, das war ein bisschen sarkastisch, weil wir da ein bisschen eine, sagen wir mal, sehr unternehmerfeindliche und ich meine letztlich weltfremde Rechtslage haben in dem Bereich. Aber das kommt weder aus der Datenschutzgrundverordnung raus, noch sonst von der EU, sondern das gibt es seit Jahrzehnten im österreichischen Recht. Jetzt ist es mit dem Werbeanruf im Telekommunikationsgesetz geregelt. Die Datenschutzgrundverordnung, die hat eine ganz andere Zielrichtung. Die stellt sich die Frage, auf welcher Rechtsgrundlage wurde denn diese Telefonnummer verarbeitet? Da muss ich sagen, das kann sogar eine öffentlich zugängliche Telefonnummer gewesen sein, weil sie der Betroffene selbst öffentlich gemacht hat, weil es auf seine Unternehmenswebsite hat. Da stellt sich aber immer noch die Frage, was ist jetzt genau die Rechtsgrundlage? Und ich habe Informationspflicht, ich muss den Betroffenen informieren. Aber jetzt anrufen ist letztlich kein DSGVO-Thema. Das bedeutet, anrufen war vor 10 Jahren, 20 Jahren, 30 Jahren genauso unzulässig, wie es morgen ist oder jetzt gerade. Das heißt, das ist überhaupt kein DSGVO-Thema. Das ist noch etwas, was jetzt wieder in den Fokus gelangt ist. Wie ist denn das mit den Markt- und Meinungsforschern? Weil, also ich hab auch mal kurz für so ein Meinungsforschungsinstitut gearbeitet. Die haben zwei Möglichkeiten gehabt, ihre potenziellen Interviewpartner zu kontaktieren. Das eine war, die haben aus den Heralds heraus die Daten gelesen. Und das zweite war Zufallsgenerator über einen Computer. Aber würde sie. Für die gibt es ja massive Änderungen, weil die dürfen das ja auch nicht mehr. Ja, die Frage ist die, wie massiv die Änderung ist. Das wird vor allem auch die Judikatur zeigen, weil es ja zulässige Gewerbe sind. Ich meine, ich kann nicht eine Gesetzesauslegung wählen, wo bestimmten Sachen überhaupt jeglicher Anwendungsbereich genommen wird. Aber ja, es gibt ein Risiko aus der Grundverordnung, ich habe es erwähnt, die hat Anwendungsvorrang, wenn ein nationales Gesetz was anders sagt, was dem widerspricht. Dann gilt sie nicht. Wir haben aber auch dieses Problem mit der Rechtspflicht. Also ich brauche nicht nur eine gesetzliche Ermächtigung, sondern eine Rechtspflicht. Die kann aber natürlich der nationale Gesetzgeber festlegen. Das werden wir danach sehen. Das wird die Judikatur zeigen, ob und inwieweit es zulässig ist, ob es noch langfristige Adressbroker gibt oder nicht und wie das halt mit bestimmten Keileranrufen dann tatsächlich ist. Weil wie gesagt, es zielt auf die Verarbeitung ab, aber dass das per se unzulässig ist, das kann ich jetzt nicht sagen, dass es absolut unzulässig ist. Viel spannender ist die Frage mit den Informationspflichten, weil die Datenschutzgrundverordnung kennt zwei Informationspflichten. Nämlich einerseits, wenn ich die Daten beim Betroffenen erhebe, das ist meistens ein No-Nahe, geht in die Autowerkstatt und der schreibt alles auf bis zum Kilometerstand. Da ist mir zumindest mal klar, wieso er das tut, weil sonst kann er mein Auto nicht servicieren. Aber es gibt eine zweite Informationspflicht und da wissen die wenigsten davon, nämlich wenn ich die Daten beim Dritten erhebe, sprich woanders und nicht beim Betroffenen selbst, dann muss ich ihn darüber informieren. Das bedeutet aber auch, wenn ich jetzt die Daten erhebe, weil ich Marktforschung betreibe, weil ich sonst was mache, wenn ich das Ganze streng lese, muss ich den Betroffenen darüber informieren, dass ich jetzt seine Daten habe und zu diesem oder jenem Zweck verarbeite. Da werde ich über das Informieren nicht hinwegkommen und es steht zu befürchten, dass so wie es jetzt war, die letzten Minuten, es scheppert immer noch bei meinem Handy, hier bitte Einwilligung, dort bitte Einwilligung, da,
dass es dann in nächster Zeit so geht, hier Information, dort Information und Information da. Und weil alle Leute unsicher sind, kriegen wir es wahrscheinlich noch mit der Post. Weiß ich nicht. Aber es lässt sich nicht ausschließen, das Ganze. Es ist ja immer so ein Thema Recht haben und Recht bekommen. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel als Startup eine Bildmarke schützen lasse und dann kommt ein anderes Startup, was die gleiche verwendet, dann muss ich das Startup erst verklagen und das nötige Kleingeld mitbringen, den Prozess zu überstehen, damit ich am Ende auch Recht bekomme. Und jetzt habe ich hier den gleichen Fall, ich bin eine Privatperson, gehe zu einer Firma und sage, ich möchte die Auskunft, was sie über mich gespeichert hat, oder ich möchte, dass das gelöscht wird, und die Firma stellt sich stur und sagt, na, ist mir wurscht. So, was mache ich jetzt? Ich als Privatperson habe ja wohl nicht das Geld, sozusagen die zu verklagen und die vor Gericht zu zehren, um mein Recht durchzusetzen. Nein, aber das Risiko, was jetzt unternehmerseitig daraus resultiert, ist das, dass man der Datenschutzbehörde einfach eine E-Mail schreiben kann oder die Datenschutzbehörde anrufen kann. Und wenn es da eine Verwaltungsstrafanzeige gibt, leiten die halt ein Verfahren gegen diesen Unternehmer ein. Ja, und da ist davon auszugehen, wenn da ein klarer Verstoß gemeldet wird, der allenfalls auch dokumentiert wird, weil die nicht reagiert haben und das auch nicht nachweisen können als solches. Die Datenschutzbehörde mag zwar nicht die personellen Ressourcen haben, aber da brauche ich nicht viel Ressourcen, um ein Standardformular rauszuschicken und es erreicht beiliegende Beschwerde. Wir suchen und binnen 14 Tagen um Stellungnahme. Okay, also sehen Sie jetzt nicht die Gefahr des... Ist ein Knopfdruck, und das ist dann durchaus so, wir haben schon, es kann schon sein, der Betroffene selbst kann es unter Umständen nicht selbst durchsetzen und er hat kein Recht darauf, dass die Behörde tätig wird, aber die Behörde wird in der Regel tätig werden. Da habe ich mal einen Punkt, und ich meine, letztlich kann man es nicht ausschließen, und es gibt ja auch diese Bemühungen, hier klagsbefugte Verbände zu schaffen oder vergleichbar zu Verbraucherschutzorganisationen, Datenschutzorganisationen zu schaffen. Das haben wir im Konsumentenschutzrecht auch, das Parallelproblem, dass Sie schreiben, niemand wird wegen rechtswidriger AGB oder da hat jemand immer eine Zahlscheingebühr von 2,50 Euro verrechnet, den verklagen. Aber da klagsbefugte Verbände machen das. Der Verein für Konsumenteninformation macht das genauso wie der Schutzverband gegen unlauteren Wettbewerb. Und da sind wir wieder in dem Bereich, was wir da drinnen haben. Wenn es als unlauterer Wettbewerb zu qualifizieren ist, kann man auch auf Basis des UWG da was tun. Das Risiko hat halt der Unternehmer da immer. Es kann schon sein, dass der Einzelne vielleicht nicht kann, aber bei eklatanten Verstößen kann sein, dass sich ein kollektiv klagsbefugter Verband da der Sache annimmt. Und da ist nicht ungefährlich, sagen wir mal so. Also Sie sehen nicht die Gefahr, dass es ein zahnloser Tiger wird die nächsten 5 Jahre? Weil gerade vor 2, 3 Wochen gab es doch in Österreich eben genau diese Aussage, dass genau solche Sammelklagen oder solche Interessenverbände nicht erlaubt sind. Ja, aber das mit dem UWG, okay. Das ist eben die Sache. Beim UWG, da habe ich das nicht gehört. Ich sage jetzt nicht, dass das geht, aber wie gesagt, ich will jetzt auch niemanden vom klagsbefugten Verband dazuschauen, dazu animieren, aber ich würde das jetzt mal per se nicht ausschließen. Und was das mit dem zahnlosen Tiger betrifft, das werden die nächsten Monate zeigen, weil was wir hier haben ist, und das hat die Leiterin der Datenschutzbehörde auch klar gemacht, der nationale Gesetzgeber, dessen Aktionsradius ist beschränkt, weil es ein unionsrechtliches Instrument ist, mit Anwendungsvorrang, und was dazu kommt, das Strafniveau ist ebenfalls zu koordinieren. Die Datenschutzgrundverordnung sieht nämlich vor, dass da zentral zu melden ist, wie viele sind gestraft worden, wie hoch ist die Strafhöhe, damit der Sanktionenkatalog angepasst werden kann, weil einheitliches Schutzniveau auch bedeutet, dass das Strafniveau in der Union gleich hoch ist, weil sonst würden alle in jenen Staat gehen, wo die Strafe am niedrigsten ist. Also da kann schon noch einiges passieren. Ob es jetzt ein zahnloser oder ein bloß schlafender Tiger ist, weiß ich nicht, weil, wie gesagt, es gibt seit Anfang der 70er Jahre Datenschutzrecht, die Prinzipien, die ich jetzt da nur angerissen habe, die sind nicht neu, aber wir haben in Österreich auch schon seit Beginn des 20. Jahrhunderts ein Kartellrecht und alle haben Preise ausgemacht und geschaut, was macht der andere, und dann machen wir es nicht so. Und es ist jahrzehntelang nichts passiert, wir sind der Europäischen Union beigetreten und jetzt bröseln da so die Millionen Geldbußen nur so raus. Also ich würde da schon zur Vorsicht raten, da jetzt sagen, es passiert weiterhin nichts. Nachdem es jetzt schon geheißen hat, es wurden konkret zu prüfende Unternehmen schon ausgewählt, gehe ich da jetzt persönlich mal davon aus, dass man da einen repräsentativen Schnitt durchzieht und dann halt präventiv
dahingehend arbeitet, dass halt öffentlich gemacht wird, der hat was bekommen, so wie sie es im Kartellrecht machen. 2000 Unternehmer machen Preise aus und einen nehme ich raus und den tue ich in den Medien präsentieren. Ich habe noch eine Frage und zwar analog zu CC0. Gibt es eine Möglichkeit oder ist eine Möglichkeit denkbar, dass man sich als Privatperson in sowas wie ein CC0-Verzeichnis einträgt und sagt, ich verzichte darauf, ich will nicht geschützt werden, irgendeine E-Mail-Adresse, mein Vorname, mein Zunahme kann jeder verwenden, wie er will. Ja, das Konzept ist interessant, die Datenschutzgrundverordnung deckt es ja grundsätzlich ab, wenn der Betroffene selbst die Daten öffentlich gemacht hat, dann sind sie nicht mehr schutzwürdig. Weil ich sage auch immer, wie wir auch von Kollegen angesprochen haben, hast du wieder im Facebook postet und hast wieder von deinem Buben ein Foto da drin und du als Datenschützer, dann sage ich, ich bin Rechtsanwalt mit starkem Fokus im Datenschutzrecht und nicht der Herr meiner Entscheidungen bin ich. Die Datenschutzgrundverordnung sagt ja, der Betroffene soll wieder Herr seiner Daten werden. Aber daraus ist natürlich auch zu schließen, dass ich so wie mit jeder Sache auch mit meinen Daten selbst die Entscheidung treffe und wenn ich sage, mir ist das wurscht und ich bin ja eigentlich auch persönlich bei der Fragestellung, viele meiner personenbezogenen Daten, das sind mir nicht wichtig oder als Unternehmer ist es mir sogar wichtig, dass die Leute wissen, wo können sie mich kontaktieren, wo ist meine Kanzlei, was biete ich an. Ja, ich finde das Denkmodell ein sehr gutes, dass es auch dann, dass man sagt, okay, es gibt Personen, denen ist das nicht so wichtig und ich sage, nein, das will ich nicht. Irgendeine Grenze wird es natürlich geben, ich kann da nicht einen Weber machen und sagen, ich verzichte da schlechthin und absolut auf alle Rechte, aber ich finde das Konzept durchaus diskussionswürdig und interessant, weil es natürlich auch sehr viele gibt, behaupte ich jetzt mal, ohne Statistik gelesen habe, die das Ganze auch nervt. Und die sagen, das ist jetzt übertrieben. Ja, ich bin bis jetzt eigentlich gut klargekommen mit meinen Daten, also die halt so im Umlauf sind. Ne? Ich habe also keinen Nachteil erkannt für mich. Und bei dieses CC, also Creative Commons, Konzept ist ja auch sehr, sehr gut. Ja? Also das CC0 ist vielleicht übertrieben. Aber ich muss nicht Anfragen beantworten zu meinen Werken, sondern ja. Ich kann sie im Vorhinein definieren und kann sagen, du kannst machen damit, was du willst, solange du meinen Namen nennst. Und wenn ich mich auf das einlasse, dann ist doch das eine klare Aussage und jeder kann sich danach richten, ob er mich kennt oder nicht. Aber hier sehe ich halt das Problem als Werbetreibender. Ich muss jetzt alle fragen, das ist ein Murzaufwand, der ja in keiner Relation zu dem steht, wenn es nur geht um Vornamen, Familiennamen und E-Mail-Adresse. Die Sache ist, ob ich wirklich jeden fragen muss und für alles fragen muss, das werden wir sehen, was vor allem auch mit der E-Privacy-Verordnung passieren wird, aber zurück auf dieses CC-Konzept, es ist rechtlich deswegen so ähnlich, weil wenn ich jetzt ein Werk schaffe, dann ist die Urheberschaft jedenfalls mal mein Persönlichkeitsrecht und meine Daten als mein Grundrecht, da bin auch ich der Herr davon. Also ich finde das Konzept irrsinnig diskussionswürdig, vielleicht können wir das danach auch noch bei einem Bier besprechen, weil das wirklich auch interessant ist und auch Kreative und kreativ Schaffende durchaus auch erleichtern kann, weil ich gehöre persönlich jetzt etwa auch zu den Leuten, ich möchte immer die Reklame lesen, die in der Postwurfsendung drinnen ist, weil mich das halt interessiert. Und umgekehrt muss ich jetzt sagen, das kann ich aber nicht verallgemeinern, vor allem nicht bei E-Mails oder Stichwort Spamming. Es wollen halt viele Leute dann auch wirklich diese Werbung nicht, auch wenn jeder Unternehmer der Meinung ist, dass sein Newsletter der wichtigste und der beste ist. Das bedeutet, das muss halt eine gewisse Balance machen. In Deutschland hat man versucht, insoweit abzugrenzen, als man sagt, kontaktiere ich. Ist es nicht unbedingt datenschutzrechtlich, sondern da geht es um die Kontaktaufnahme, um die werbliche Kontaktaufnahme. Da hat man gesagt, bei Unternehmern reicht eine mutmaßliche Zustimmung. Sprich, wenn ich objektiv, das sollte halt nicht gerade die Marketingabteilung selber entscheiden, sondern wenn ich objektiv sagen kann, würde ich den jetzt fragen,
dann würde der zustimmen, und wenn er im Einzelfall dann nicht einverstanden ist, ist es wurscht, dann ist das Ganze rechtmäßig und nur beim Verbraucher brauche ich eine Einwilligung, weil das wäre uns Unternehmer ja mitunter, ich habe es zuerst schon angesprochen, Geschäftsanrufe unzulässig. Wenn ich jetzt einen, Gott, bei mir ein blödes Beispiel, weil ich berufsrechtlich sehr eingeschränkt bin, aber wenn ich jetzt eine Marketingagentur habe und sage, boah, da fällt mir was Tolles ein, ich kenne da irgendeinen Tischler oder einen Schlosser und wir machen da gemeinsam irgendwas Tolles, nur einen Anruf. Werbung definiert sich als Absatzförderungsmaßnahme, sprich jede Maßnahme, die dem Absatz der eigenen Waren und Dienstleistungen dient. Ja, dann ist das ein Werbeanruf. Würde ich jetzt objektiv fragen, will der jetzt ein Geschäft machen? Würde jeder von uns sagen, ja, freilich. Deswegen passiert da halt über Jahrzehnte, seit 5 Jahrzehnten wenig, weil wer bringt denn das zur Anzeige? Der kriegt ja auch ein Geschäft geliefert. Umgekehrt ist natürlich das Risiko, ich habe das in der Kanzlei auch, dann ruft mir dann ein Schneider an, zum Teil noch übersee, ob ich irgendeinen neuen Anzug brauche und lassen sich durchstellen unter einer, mit einer Finte oder irgendeinem Finanzberater. Da sage ich dann immer, nein, bin nicht interessiert, I have no money, dann geben sie meistens eine Ruhe. Aber das nervt natürlich auch und diese Abgrenzung zu finden ist schwierig. Und ich sehe da halt nur, dass man da von einem Extrem ins andere geht und da wird halt die Judikatur irgendwo die Mitte finden müssen. Und man muss jetzt auch sagen, wieder zurück zu der Wolke, die da demonstriert hat, ein bisschen mit Hausverstand an die Themen auch rangehen. Und nicht sagen, das ist jetzt verboten. Da muss man sagen, wenn sie jetzt wirklich einem selbst so widerstrebt und sagt, das kann jetzt nicht verboten sein, dann lohnt es meist, sich nochmal Gedanken darüber zu machen und eben sich einmal das Konzept genau anschauen. Rechtsgrundlage, was ist das? Was gibt das überwiegende berechtigte Interesse her? Gibt es allenfalls sogar eine Rechtspflicht? Manche Unternehmer sehen gar nicht, dass sie Aufgaben im öffentlichen Interesse auch erfüllen. Sich einmal mit dem Konzept auseinanderzusetzen, dass Datenverarbeitung nicht immer auf einer Einwilligung basieren muss, sondern dass ich, wenn ich an die Datenverarbeitung herangehe, sage, ich prüfe alle möglichen Rechtsgrundlagen durch und die Einwilligung ist das Letzte und nicht das Erste, an das ich denke. Und das habe ich in den letzten Wochen ganz intensiv erlebt. Ich brauche eine Einwilligung hier, da, dort, überall. Und ich konnte in 95% der Fälle sagen, nein, brauchen Sie keine Einwilligung. Vereine haben das sehr gern. Ich brauche jetzt bitte eine Einwilligung, damit ich über die Vereinsveranstaltungen die Mitglieder informieren kann. Dann muss man sagen, nein, der ist dort Mitglied, da gibt es Statuten. Den Statuten hat er sich anlässlich des Beitritts unterworfen. Da gehört in der Regel dazu, dass man Veranstaltungen durchführt. In den Statuten steht oft sogar noch drin, was die zum Gegenstand ungefähr haben. Dann muss man sagen, naja, dann muss er aus dem Verein austreten. Was nicht natürlich geht, ist, dass ich vom Sponsor die Werbung kriege, wo natürlich Sponsoren Interesse daran haben. Dann muss ich sagen, okay, holen wir entsprechende Einwilligungen ein. Aber was jetzt das bloße Geschehen betrifft, nein. Ich habe mal einen Fall gehabt, der war auch behördenanhängig, da wurde ein Klient zunächst mal bestraft, weil er die AGB geändert hat und dann allen das mitgeteilt hat per E-Mail. Sag was ein Spam. Muss man sagen, nein, ist keine Werbemitteilung. Allerdings besteht da halt ein Risiko, wenn da unten noch drin steht und bei dieser Gelegenheit, wir haben ein neues Produkt und bitte Dings, dann habe ich auch eine Werbebotschaft. Und das ist, was die Marketingabteilung natürlich immer macht, wenn wir AGB ändern, Sandwich-Methode, zuerst einmal was Nettes, dann dazwischen, jetzt wird was Rechtliches irgendwie geändert und am Schluss nochmal ein besonderes Angebot. Sollte man nicht machen, aus Transparenzgründen schon nicht, man sollte das Rechtliche und das Marketing voneinander trennen. Vor allem, weil dann bin ich nicht mehr transparent. Und da muss man sagen, ja, hatten das auch zuerst, die Wahrheit ein bisschen verschönern oder sonst irgendwie, ist halt in jenen Bereichen kritisch, wo es um rechtserhebliche Sachen geht. Da darf ich es halt nicht verstecken, weil dann ist es wirklich so, der Betroffene muss es wirklich verstehen. Und da ist das Datenschutzrecht strenger. Wenn ich AGB habe, muss der Betroffene nur verstehen, der Kunde nur verstehen, dass AGB gibt, wo es diese AGB gibt. Nach Möglichkeit ist ihm das auch anlässlich oder es muss ihm anlässlich des Vertragsabschlusses ausgehändigt werden. Aber selbst wenn ich das nicht mache, wenn ich zumindest weiß, dass der AGB hat, und ich nie gelesen habe, weil das ist statistisch so, da gibt es ganz wenige Klicks auf AGB, vor allem online, dann wirken die. Datenschutzrecht funktioniert da anders, ich muss den Betroffenen aktiv unterrichten. Da reicht es nicht aus, zum sagen, naja, du kannst dich informieren, wo du willst, sondern muss ich sicherstellen, dass er sich unterrichtet. Ob er es dann wirklich liest, ist was anderes, aber es hat eine andere Qualität. Und er muss auch verstehen, AGB
müssen schon transparent sein, aber da ist dieser Level des ich habe es verstanden ein anderer. Ich habe noch eine Frage. Ist das für einen Fotografen jetzt komplizierter geworden? Muss er tatsächlich von jedem, den er fotografiert, eine unterschriebene schriftliche Einverständniserklärung haben? Die Frage wäre wiederum einen eigenen Impulsvortrag oder eigentlich am besten eine Podiumsdiskussion wert. Auch da muss ich differenzieren. Zunächst einmal ein klares Ja, komplizierter wird es für die Fotografen definitiv. Aber, muss ich auch sagen, ich muss da auch wieder auf die Rechtsgrundlage und den Zweck der Fotografie schauen. Was Auftragsfotografie ist oder wenn das jetzt ist, das, wenn es ein Werkvertrag ist, weil ich gehe da hin, lass mich porträtieren als solches, ja, dann ist das die Rechtsgrundlage. Komplizierter wird das Ganze in Bereichen, wo mehrere Personen abgebildet sind oder wenn ich Events oder solche Sachen fotografiere, weil da hat die Datenschutzgrundverordnung einen Umsetzungsspielraum oder einen Konkretisierung umsetzen darf, ist nicht ein Präzisierungsspielraum offen gelassen. Und da sage ich jetzt, das ist nicht hundertprozentig geglückt, wie man das in Österreich gemacht hat. Das heißt, überwiegende Interessen greifen da zum Teil nur in privaten Bereichen rein. Zusammengefasst jetzt, ja, es ist verhältnismäßig schwierig für Fotografen. Umgekehrt muss ich aber sagen, es ist für die Werbebranche dadurch nicht schwieriger geworden, weil so ähnlich wie das Datenschutzrecht gab es immer schon, oder immer schon seit Jahrzehnten halt zumindest, das Recht am eigenen Bild und der Rechtsprechung dazu, abgebildete Personen, Abbildungen zu Werbezwecken, die hatten nie ein überwiegendes berechtigtes Interesse, da brauchte ich immer die Einwilligung dafür. Also es ist, ob's die Marketingbranche als solches wird es nicht hemmen, schwieriger wird Eventfotografie oder Großveranstaltungen, aber ich bin da zuversichtlich, dass da die Rechtsprechung eingreifen wird, weil da sage ich auch wieder, irgendwo Hausverstandsgrenze, irgendwo wird da, und so funktionieren halt Gesetze oder vor allem im Unionsbereich, da werden dann die Gerichte das präzisieren und das beantworten, was Sie gerade gefragt haben. Ja, das aber auch nicht im Detail, sondern immer nur so scheibchenweise. Brauche ich nächstes Backend eine schriftliche Einwilligungserklärung des Speakers, dass ich ihn filme? Na, weil da. Muss es aufheben, diese Einwilligungserklärung, weil damit ich beweisen kann, dass ich sie habe? Naja, die Sache ist die, ich meine, man darf, vor allem was die Information und die Einwilligung betrifft, da bestehen auch Missverständnisse. Die Einwilligung muss informiert sein, in Kenntnis des konkreten Falls. Ich muss aber nicht mehr über Sachen informieren, die offensichtlich sind. Wenn ich mich jetzt vor eine Kamera stelle und man sagt, da gibt es einen Livestream und auf YouTube wird das Ganze noch abgerufen, dann kenne ich zumindest einmal diese Art der Datenverarbeitung und die Zwecke. Wenn ich jetzt unterstelle, dass es eine Einwilligung braucht, weil wir ja gratis da sind und der Vertrag ist aber trotzdem sowas, wie das ist, jedenfalls ein Vertrag, ich kann einerseits argumentieren, das ist Vertragserfüllung, andere Rechtsgrundlage, oder aber ich sage, persönlichkeitsrechtlich, was ich ja trennen muss vom Datenschutzrecht, habe ich keinen Zweifel an der Einwilligung, weil da darf ich mich da nicht herstellen. Nur, datenschutzrechtlich kann man allenfalls noch überlegen, ja, was ist mit den Rechten, jederzeit widerrufen oder sonst wie, ja, unabhängig von morgen oder heute, empfehlenswert wäre es generell, wenn man da irgendwas unterfertigen ließe. Einfach, wenn halt irgendwas passiert. Das ist jetzt die Rechtsanwaltsantwort. Sicherheitshalber hätte man es heute schon machen sollen. Naja, die Sache ist die, der konkrete Zweck da ist, der ist an und für sich klar. Und wenn mir bewusst ist, dass ich da gefilmt werde oder sonst aufgenommen will, hat das eine andere Qualität, als wenn mir das nicht klar ist und wenn mir das nicht bewusst ist. Und ich muss eben in dem Bereich Bild, Foto, Videoaufnahmen immer beachten, dass da das Datenschutzrecht nur ein Teil des ganzen Pakets ist. Ich habe halt eben auch Persönlichkeitsrechte, ich habe das Recht am eigenen Bild, an denen ändert sich nichts und die waren immer schon streng.
Also wie gesagt, wenn das ist, letztlich habe ich keine Einwilligung, mache Interessenabwägung. Die funktioniert beim Persönlichkeitsrecht so ähnlich, nicht ganz gleich wie im Datenschutzrecht, aber die Interessenabwägung wird jetzt, wenn ich proste, aktiv und noch in einem guten Zustand bin und da reinlache, ja, dann mache ich das freiwillig. Wenn ich aber völlig derangiert da drüben hänge und nicht mehr weiß, was los ist, dann verletze ich natürlich die berechtigten Interessen. Und was ich nicht vergessen darf, Medienrecht spielt da natürlich auch rein, weil natürlich die ganze Veröffentlichung, das ist ja natürlich was Mediales, keine Frage. Aber ich muss jetzt nicht jemanden noch einwilligen lassen, wenn es klar ist. Wenn sich jemand vor eine Kamera stellt, das macht, das ist jetzt klar, was jetzt nicht klar wäre, aber das ist jetzt eher unwahrscheinlich, dass es in einer Dokumentation eingeschnitten wird, verkauft wird oder sonst was, was wir da machen. Ich meine, ich glaube schon, Sascha hat das super gemacht, aber ob das auch wirklich verkauft wird in einem Video, ist fraglich. Das wäre natürlich nicht mehr gedeckt, sondern man muss sagen, in Kenntnis des konkreten Falls, was ist die Kenntnis des konkreten Falls? Ja, wir alle wissen, das wird jetzt aufgenommen, das wird gestreamt, das kann man auf YouTube abrufen, dient natürlich auch einem Werbezweck des Veranstalters, wissen wir auch alle, da muss man sagen, ja, was war aber jetzt noch nicht klar? War ja alles klar. Ich hätte noch eine letzte Frage zu Facebook, weil ich mich in der letzten Woche mit den Auftragsdatenverarbeitungsverträgen gequält habe. Ich betreue als Agentur für ein Unternehmen eine Facebook-Seite. Ja. Wer braucht mit wem einen Vertrag und wer braucht mit wem eine Einwilligung? Naja, diese Themen sind die, da drückt sich momentan jeder um die Beantwortung der Gesamtfrage. Ich fange jetzt mal von einer anderen Seite an, um die Gründe dazu zu sagen, warum das alles so unklar ist. Es gibt einen Schlussantrag des Generalanwalts, sprich, wenn ich beim Europäischen Gerichtshof ein Verfahren habe, da gibt es den Generalanwalt, der macht Vorschläge, dem folgt der Gerichtshof meistens, nicht immer. Und der hat die Ansicht vertreten, dass Social Media Plugins, die ich in der Website implementiere, allenfalls als Beitragstäterschaft zu einem allfälligen Datenschutzverstoß des Social-Media-Anbieters ist und ich mitunter auch die Informationspflicht nicht erfüllen kann, weil ich ja selbst gar nicht weiß, was das Social-Media-Unternehmen damit macht. Daher war es jetzt bei strengen Datenschützern immer schon so, dass halt der Einsatz von Social-Media per se ein Risiko birgt. Die offizielle Ansicht der meisten Social-Media-Anbieter ist, und das ist jedenfalls auch E-Commerce-rechtlich, medienrechtlich, würde ich sagen, gesichert auch für Österreich. Der Anbieter etwa einer Page oder so, das ist letztlich ganz klar das Unternehmen, welches diese Page anbietet, was dann mitunter auch natürlich verantwortlich ist für die Daten dort. Und letztlich wäre es natürlich diskussionswürdig, ob man nicht jetzt muss mit Facebook einen Auftragsverarbeitervertrag abschließen, aber das würde ich halt gern versuchen, ob das dann halt auch tatsächlich passiert. Das heißt, es muss jeder wissen, dass der Einsatz von Social Media gewisses Risiko halt birgt. Umgekehrt muss man sagen, macht aber trotzdem jeder, wieder Hausverstandsfrage, ist das jetzt rechtspolitisch erwünscht, dass ich jedes Unternehmen, das auf Facebook ist, da niedermähe mit Strafen? Also das frage ich mich halt, aber wenn man rechtssicher, rechtskonform kann man die Sache nicht beantworten. Naja, die Sache ist die. Naja, die Sache ist die, wenn das, was ich da beschrieben habe mit dem Beitragstäter, und ich bitte, jetzt mache ich einen Disclaimer, ich sage nicht, dass Facebook irgendeinen Datenschutzverstoß setzt oder gesetzt hat. Wenn aber man das jetzt zu Ende denkt, was der Generalanwalt gemacht hat, in Österreich ist es so, wenn ich an einem Rechtsverstoß irgendwie mitwirke, Lehrbuchbeispiel, ich weiß, dass der A den B erschießen wird und leihe ihm einen Pullover, weil es draußen so kalt ist, dann bin ich Beitragstäter zum Mord. Weil ich wusste, dass er den Pullover braucht, weil er auf der Lauer liegt und den erschießen will. Wenn ich jetzt dieses Gedankengespinst jetzt weiter
du und der Generalanwalt sagt, ist der Beitragstäter zu einem allfälligen Verstoß des Social-Media-Betreibers, dann hafte ich genau für das, was der andere macht, weil daran habe ich mitgewirkt. Das ist das Prinzip mitgehangen, mitgefangen. Und wenn ich das natürlich zu Ende tue, ja, dann kannst du, ist wohl davon auszugehen, dass es dazu einen Verweis gibt oder eine Dings. Oder es ist zu erwarten, dass, und da wurden ja in vielen sozialen Medien schon Vorkehrungen getroffen, dass die im Binnenmarkt befindlichen User aus dem Gesamt-Social-Media-Bereich so rausgenommen werden, dass die sagen, das ist jetzt DSGVO-konform. Darum würde ich mal jedem raten, ich habe diese Infos auch alle bekommen, Screenshots machen, ausdrucken das Ganze. Naja, wenn man meinen Vertragspartner sagt, wenn er sagt, ist und bleibt alles kostenfrei, was er macht, wenn er mir jetzt sagt, es ist DSGVO-konform, stellt sich halt die Frage, ab wann muss ich wissen, dass es nicht so ist. Aber da kann ich dann zumindest sagen, ja, gewisses Risiko war, aber ich ging davon aus, dass es rechtskonform ist. Theoretisch ist eine Strafe möglich, aber das ist, Sie haben jetzt einen Anwalt gefragt, theoretisch ist bei uns sehr viel immer möglich, wenn Sie mir was fragen. Da müssen Sie dann halt wieder selber sagen, wie wahrscheinlich ist denn das Ganze, dass das passiert. Aber das kann ich als Anwalt so nicht sagen, weil ich meine, ich kann Ihnen auch nur sagen, rufen Sie niemanden zu Werbezwecken an, ist verboten. Das ist halt jetzt, das ist auch mein Job.